Der spukende Mann auf dem Feldweg zwischen Alt- und Neurese bei Neubrandenburg. Vor vielen Jahren erzählten sich die Leute eine Geschichte, die sich auf einem Feldweg zwischen Alt- und Neurese zugetragen haben soll. Es ist niemandem etwas passiert, doch war diese Geschichte merkwürdig. Wenn Leute am frühen Morgen oder am späten Abend auf diesem Feldweg unterwegs waren, begegnete ihnen des Öfteren ein Mann, der sehr seltsam ausgesehen haben soll. Er soll die Vorübergehenden angesprochen haben und dann auf unerklärliche Weise wieder verschwunden sein. Niemand konnte sich erklären, wohin und wie er verschwand. Die Leute erzählten sich diese Geschichte untereinander. Manche, denen diese Gestalt auch begegnet war, glaubten sie und rieten davon ab, diesen Weg zu benutzen. Andere, die diesem Geist nicht begegnet waren, lachten über die Geschichte. Es geschah, dass ein junger Bursche, der Gottlieb hieß, eine Tischlerlehre im Nachbardorf Neurese antrat. Er musste nun jeden Tag diesen Weg zu seinem Tischlermeister in Neurese zurücklegen, am frühen Morgen hingehen und abends spät wieder zu seinen Eltern nach Altrese zurückkehren. So wanderte er nun eines schönen Morgens wieder, singend und pfeifend, den einsamen Weg entlang. An diesem Tag hatte er sich etwas früher als sonst auf die Sohlen gemacht, denn die ersten Zeichen des dämmernden Tages begannen sich zu zeigen. Graue Nebel zogen über Feld und Wiesen und der kahle Frühtau näßte sein struppiges Haar. Er hatte soeben den halben Weg zurückgelegt und war bei einer alten Hecke angekommen, die in alter Zeit das Feld eines Bauern von dem Feld eines anderen, sehr unfreundlichen Bauern abtrennte. Dieser unfreundliche Bauer war immer sehr kurz angebunden und missachtete seine Nachbarn. Deshalb nannte man ihn auch zu Lebzeiten den barschen Kunzen. Als Gottlieb nun an der Hecke ankam, begegnete ihm plötzlich ein Mann, der sehr gruselig aussah. Der Mann rief ihm im harten Tone zu: "Morgen! Morgen!" Gottlieb erschrak, sodass ihm die Knie schlotterten. Er sprang vor Angst und aber ganz schnell auf die Seite, wobei die geisterhafte Erscheinung ebenso spurlos verschwand. Diese merkwürdige Geschichte passierte ihm am folgenden Tag wieder und an den darauffolgenden Tagen auch. Und jedes Mal verschwand der Mann auf unerklärliche Weise. Der Junge erzählte voller Angst seinen Eltern und allen Bekannten von seinem Erlebnis. Alle, die es hörten, durchrieselte ein kalter Schauer, als ob sie den Geist leibhaft gesehen hatten. Der Junge weigerte sich fortan, den Weg allein am frühen Morgen zu seinem Meister zu gehen. So entschloss sich der Pastor Rath, den Tischlerlehrling auf seinem Weg zu begleiten und ihm göttlichen Schutz zu geben. Am folgenden Morgen machten sich die beiden sehr früh auf den Weg. Der Pastor hatte als Schutz die Heilige Schrift und der Junge das Gesangbuch mitgenommen. Als sie sich der alten Hecke näherten, erschien der seltsame Mann und der Junge sagte: "Sehen Sie, Herr Pastor, da kommt er schon." Der Geist, als solchen erkannte ihn der Seelsorger sofort, trat ihnen alsbald entgegen und sagte zweimal mit barscher Stimme: "Morgen, morgen." Der Pastor antwortete ihm: "Heute ist nicht morgen, aber ich wünsche euch einen guten Morgen." Kaum hatte er diese Worte gesprochen, erwiderte der Geist in mildem Ton: "Ich danke euch tausendmal, ehrwürdiger Herr. Schon seit 30 Jahren habe ich auf diese Worte gewartet. Denn, wissen Sie,
Während meiner Lebzeit habe ich immer nur Morgen und Tag gesagt, statt Guten Morgen und Guten Tag. Und deshalb musste ich zur Strafe so lange als Geist umhergehen, bis mich jemand erlöst. Das habt ihr getan. Ihr habt mich erlöst und nun kann ich im Himmel Ruhe finden. Darauf verschwand der unheimliche Geist und ward niemals mehr gesehen. Auf dem Feldweg zwischen Alt- und Neurese bei Neubrandenburg.